aus, Radfreunde. Der Frühling, der will irgendwie noch nicht so richtig ins Schwarzwald einziehen. Vor 2 Wochen habe ich die ersten Trainingsfahrten gemacht, aber letzte Woche wieder Schneefall, Frost, eisige Kälte. Und heute, eine Woche vor Ostern, ein Ausnahmefall, ein sonniger Samstagmorgen. Es wird heute 10 bis 12 Grad warm, ein klarer Tag, und da habe ich gedacht, ich muss unbedingt raus, nachdem ich die ganze Woche über gar nicht Radfahren kann. Und deshalb habe ich heute in aller Frühe mit dem Rad hier hoch auf die Höhe zwischen Dorfstetten und Heilwagen gemacht. Dort startet meine heutige Tagestour. Und zwar dieses Mal soll es in Richtung Tübingen, Schwäbische Alb, Reutlingen gehen. Ich weiß noch nicht, wie weit ich komme, denn meine Beine sind nicht ganz so fit. Aber ich bin voller Hoffnung, dass ich die Tour schaffe. Und ich nehme euch mit der Kamera, wie immer, könnt ihr mich dabei begleiten, und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wie fast zu 90% startet die Tour hier oben wieder in Dornstetten am Pfahlberg, denn auf dem Höhenplateau führen viele Radwege in alle Richtungen, zuerst mal relativ eben, bis dann ein Tal eben das Plateau durchschneidet. Dieses Mal geht es wieder in Richtung Neggartal, dem ich ein kleines Stück folgen werde. Allerdings nicht sehr lange, denn ich möchte nicht auf dem Neggartal-Radweg nach Tübingen fahren, sondern eher bei Bieringen schon auf die Höhe fahren und in Richtung Schwäbischen Alb, in Richtung Tübingen weiterfahren. Mein Fahrradcomputer zeigt noch relativ kalte 5 Grad an am frühen Morgen. Aber die Sonne, die wärmt schon kräftig, und ich habe die Hoffnung, dass es heute wirklich über die 12 Grad hinaus warm wird. Ideale Temperaturen für eine Radtour. Die Richtung der Radtour stimmt zumindest schon mal. Tübingen ist hier bereits angeschrieben. Die ersten 30 Kilometer sind reine Routinekilometer für mich. Von Dornstetten geht es über Schopfloch und Diesen ins Neggartal. Der kürzeste Weg, nicht der schönste, weil er teilweise auf Autostraßen verläuft, aber ich bin schnell im Neggartal. Dem werde ich ein Stück weit folgen, und dann beginnt erst für mich der interessante Teil der Radtour in Richtung Schwäbische Alb, Tübingen. Und hier oben ist noch wirklich eine Eiseskälte. Die Temperaturen sind gerade unter 4 Grad runter. Deshalb schaue ich, dass mir warm bleibt, dass ich schnell vorankomme ins Neggartal. Dort ist es auch gleich ein ganzes Stück wärmer. Nochmal eisige Kälte, jetzt wo es ins Diesener Tal geht, an der Haugensteinquelle vorbei. Da freut man sich richtig aufs sonnige Neggartal.
meine Anfahrt ins Neckartal ist zügig verlaufen, weil die Autostraßen, die Asphaltierte, stetig bergab führen. Und so konnte ich mit fast 30 km/h durchfahren. Allerdings ist mir auch wirklich sehr kalt dabei geworden. Mein Radcomputer hat teilweise 4 Grad angezeigt. Es war eisig, der Fahrtwind. Jetzt bin ich im Neckartal. Hier hat es jetzt 8 Grad in der Sonne. Schon spürbar warmer, aber trotzdem noch relativ frisch. Und momentan bin ich auch noch der einzige Radfahrer hier. Es wird sich wahrscheinlich heute Mittag ändern, wenn es dann 12 bis 14 Grad hier hat. Doch jetzt genieße ich den frühen Morgen hier für mich rein. In der Ferne sehe ich jetzt auch schon die Altstadt von Horb. Die wird durchquert am Neckartalradweg. Und dann habe ich auch schon die gute Hälfte meiner Anfahrt bis nach Bieringen. Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, blauer Himmel, ein Radweg, was möchte man mehr? Der Frühling ist bereits ins Neckartal eingezogen, auch wenn oben im Schwarzwald noch Schneereste liegen und wenn es an Ostern noch mal eisige Temperaturen haben wird. Hier spürt man jetzt die warme Frühlingssonne. Mein erstes Hindernis am heutigen Tag bei Mühlen am Neckartalradweg. Hinter mir wird Holz gemacht. Auch die nutzen das gute Wetter. Da gibt es kein Weiterkommen auf dem Neckartalradweg. Jetzt muss ich eben auf die Straße ausweichen. Ich habe es versucht und hatte die Hoffnung, dass vielleicht am Samstag hier kein Holz gemacht wird. Aber dem ist nicht so. Deshalb geht es wieder ein Stück zurück. Ich bin zurück auf dem Neckartalradweg. Ausgerechnet jetzt zur Frühlingszeit an so einem Radfahrertag muss hier Holz gemacht werden. Es gibt einfach Dinge, die sind für mich nur schwer verständlich. Das Eyachtal. Die erste Möglichkeit in Richtung Schwäbische Alb zu fahren mit sachten Steigungen. Allerdings wäre das ein großer Umweg in Richtung Tübingen-Reutlingen. Deshalb geht es noch ein Stück weiter bis zum Stadzeltal. Dem werde ich dann in Richtung Hirlingen folgen. Kurz nach dem Bahnhof von Eyach verlasse ich allerdings schon das Neckartal. Ganz unerwartet auf einer wenig befahrenen Autostraße geht es jetzt auf die Höhe in Richtung
Starzeltal, Hirling. Mein Navi hat mich hier hochgelotst und ich folge jetzt meinem geplanten GPS-Track. Kaum Verkehr, der Vorteil am Samstagvormittag, da wird überall im Ländle geschafft. Links an der Straße ein Radwegzeichen. Ich bin sogar auf dem offiziellen Radweg unterwegs. Die Ortschaft Bierlingen und im Hintergrund der markante Kirchturm. Auf der Höhenlage kurz hinter Bierlingen. Jetzt setzt mal eine kleine Zwischenpause. Mein erster Anstieg hat schon ein Stück in sich gehabt, mir ist warm geworden und ich habe auch meine Radhandschuhe ausgezogen. Hier oben jetzt wieder ein kühler Wind, der erfrischt, aber die Sonne scheint, eine herrliche Aussicht. Wir haben jetzt kurz nach 11 und ich werde jetzt hier ein paar Schlücke trinken. Und dann geht es noch mal weiter, bevor ich Mittagspause mache. Ich habe heute was dabei in meiner Packtasche. Somit bin ich flexibel und ich möchte vor der Pause noch ein paar Kilometer machen. Und danach geht es dann weiter in Richtung Romaring, Reutlingen. Panorama der Schwäbischen Alb im Dunst. Und vor mir jetzt die Ortschaft Hirlingen mit ihrem kleinen Schlössle. Auch hier wieder richtig schöne Radwege, gut ausgebaut, eben und keine Autos. Was möchten wir mehr? Allerdings habe ich mich mit der Ortschaft vertan. Es war noch nicht die Ortschaft Hirlingen, sondern die Ortschaft Wachendorf. Auch hier gibt es ein kleines Schlössle. Nach einer kurzen Abfahrt bin ich jetzt im Starzeltal gelandet. Das wird jetzt durchquert in Richtung Hirlingen. Gleich geht's wieder bergauf. Dieses Mal das kleine Schlössle von Hirlingen. Die Ortschaft Hirling liegt hinter mir
Und als ich den Ort durchquert habe, hat es überall lecker nach Essen gerochen. Wir haben jetzt circa 12 Uhr zur Mittagszeit. Ich bin 46 Kilometer gefahren und so langsam schreit mein Magen, dass ich was zu essen brauche. Deshalb werde ich mal so langsam Ausschau halten, wo ein schönes Bänkle ist in der Sonne, wo es vielleicht nicht ganz so windet. Und dann mache ich meine Mittagspause. Auf dem Wegabschnitt, wo ich momentan entlang fahre, verläuft unter anderem auch ganz passend die Vespertour, ein Radrundweg der Stadt Tübingen mit einer Länge von ca. 40 Kilometern. Den bin ich auch schon mal gefahren, schon 2 Jahre her, aber ich kann mich gut noch dran erinnern. Links am Wegrand übrigens die Ortschaft Weiler, oben auf der Höhe der Turm der ehemaligen Burg. Ein kleines Stück abseits vom Radweg, kurz vor Bodelshausen, habe ich hier einen Stein in der Sonne gefunden. Ich habe Ausschau gehalten nach dem Bänkle, aber es tat nichts. Und jetzt habe ich einen Stein gefunden. Ich habe ihn gerade überprüft, der ist einigermaßen aufgeheizt von der Sonne, nicht ganz so kalt. Deshalb werde ich hier jetzt meine Mittagspause machen. Denn länger möchte ich die nicht noch nach hinten schieben, sonst machen die Beine schlapp. Und deshalb packe ich jetzt meine Packtaschen aus. Heute habe ich mal wieder ein leckeres Vesper dabei. 2 Bauernbratwürste, frisch vom Bauernhof. Natürlich die Tube Senf dazu. Und daneben passend dazu Bauernbrot, ein wenig Zucker und Koffein zur schnellen Stärkung. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Im Sonnenschein. Der Stein ist auch schön aufgewärmt. Eine kurze Pause und dann geht's weiter in Richtung Gomaring und dann Reutlingen.
gestärkt geht es weiter in Richtung der Ortschaft Odelshaus. Von Bodelshausen folgt nun der Radweg der vielbefahrenen B27 und ich bin mal gespannt, was mich jetzt an Verkehrslärm erwarten wird für die nächsten Kilometer. Aber ich scheine Glück zu haben, der Radweg hat mich wieder weg von der B27 geführt und jetzt geht es relativ zügig in Richtung Alp drauf bei Mössing. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nach dem relativ großzügigen Vesper in Mittagsloch gefallen, ziemlich träge und müde geworden. Jetzt muss ich schauen, dass ich mich da wieder irgendwie ausarbeite. In solchen Momenten bin ich dann auch relativ dankbar, wenn der Radweg sehr eben verläuft und ich jetzt nicht gleich den Alp drauf hochfahren muss. Umso mehr ich mich Reutlingen annäher, umso städtischer wird auch alles. Und der Radweg ist die letzten 2 Kilometer nicht ganz so idyllisch verlaufen, wie man sich das manchmal wünscht. Hier rund um Tübingen, Reutlingen und im Schwäbischen Alb drauf gibt es ein richtig gut ausgebautes Radwegnetz. Super beschildert, gut ausgebaute Wege. Doch leider, die Landschaft ist nicht ganz so sehenswert. Direkt vor mir jetzt dann die Ortschaft Gomaringen. Die befindet sich zwischen Tübingen und Reutlingen. Gut erkennbar an dem Hochhaus mitten im Ortskern und ein paar kleine Heimatgefühle kommen bei mir da auch auf. Während ich in Reutlingen studiert habe, habe ich dort 1,5 Jahre gewohnt. Noch 15 Kilometer, dann stehe ich in Reutlingen und ich habe jetzt aus dem Mittagsloch einigermaßen rausgefunden, allerdings nicht ganz, denn meine Beine werden auch so langsam schwerer. Ich habe schon 70 Kilometer jetzt denen zugemutet und ich merke einfach, es ist noch ganz früh zu Beginn der Radsaison, da tut man sich mit langen Strecken einfach noch ein bisschen schwerer. Es geht bergauf und ich glaube, ich fahre einen halben Alp drauf hoch. Steinige Schotterwege, rutschig, Hinterrad dreht fast durch und mir wird jetzt so richtig warm,
Jetzt mache ich mal kurz ein paar Sekunden Pause, trink was und dann geht's weiter. Kurz vor Reutlingen kommen mir jetzt auch die Radfahrer einer nach dem anderen entgegen. Ideales Radfahrwetter jetzt zur Nachmittagszeit. In Richtung Pfullingen, rechts nebenan, verlief der Radweg einer vielbefahrenen Autostraße. Glücklicherweise hat mich der Radroutenplaner jetzt wieder davon weggeführt. Und so langsam werde ich in Reutlingen einrollen über idyllische landwirtschaftliche Nutzwege. Direkt vor mir mein Tagesziel der Radtour, die Achalm bei Reutlingen. Und wenn es die Beine noch hergeben, möchte ich hoch auf den Gipfel fahren. Mit Reutlingen habe ich mein erstes Tagesziel der Radtour erreicht. Die Achalm ist das eigentliche Ziel und ich hoffe mal, dass ich dort noch hochkomme. Die Beine sind jetzt schon ein bisschen müde. Aber die Motivation ist da und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Irgendwie komme ich noch. Jetzt geht es die letzten Höhenmeter aufwärts zum Gipfel auf die Achalm und die nehme ich ganz sachte in Angriff. Auf halber Höhe schon eine grandiose Aussicht über die Stadt Reutlingen. Und im Hintergrund kann man die Hochhäuser von Tübingen erkennen. Es geht bergauf, Meter für Meter, dem Gipfel entgegen und teilweise mit 24% Steigung. Man meint, man kippt gleich mit dem Fahrrad nach hinten weg. Kämpfen bis zum Limit, aber ich habe es gleich geschafft. Und die letzten paar Meter heißt schieben.
hier geht es nicht mehr weiter mit dem Trekkingrad. Geschafft, 700 Meter über Meeresspiegel auf der Achalm bei Reutlingen und ich stehe oben. Geschafft. Mein Tagesziel für heute habe ich erreicht, die Achalm. Und nach dem schweißtreibenden Erlebnis geht es jetzt wieder bergabwärts zurück ins Neckartal. Wer hier mit dem Mountainbike unterwegs ist, der ist klar im Vorteil. Ein letzter Rückblick zu Achalm. Jetzt geht's gleich wieder die nächsten Höhenmeter voll abwärts in Richtung Reutlingen und dann ins Neckartal. Gerade musste ich mein Rad noch mal ein Stück schieben. Die Schwäbische Alb hat es eben in sich. Aber hier sollte es jetzt wieder auf dem Waldwiesenweg auf dem Rad weitergehen. Doch auch hier wieder eine Strecke fürs Mountainbike. So viel Schmutz zwischen Schutzblech und Reifen, es geht fast nicht mehr voran. An meinem Fahrrad ging gerade gar nichts mehr. Die Räder haben total blockiert. Matschiger Lehm zwischen Schutzblech und Reifen. Die Räder haben sich nicht mehr gedreht. Dazu noch Laub. Und ich musste das alles wieder irgendwie frei machen mit ein paar Äste. Das Nötigste ist jetzt wieder draußen. Das Rad wieder gängig. Und ich bin ganz froh, dass ich wieder auf dem asphaltierten Weg unterwegs bin. In Richtung Neckartal, auf dem Neckartalradweg. Und ich hoffe, dass bis dahin sich auch der ganze Dreck voll rausgeschafft hat. Die letzten Kilometer auf der Höhenlage in Richtung Neckartal und ich gebe noch mal alles, denn in einer knappen Stunde fährt mein Zug von Tübingen und bis dorthin sind es noch gute 13 Kilometer. Liebe Radfreunde, ich bin wieder auf dem Neckartal-Radweg in Richtung Tübingen unterwegs. Hier schließt sich der Kreis.
war eine schöne, aber auch anstrengende Tour. 106 Kilometer und 1400 Höhenmeter. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall roll ich jetzt relativ eben nach Tübingen ein. Und wenn dort alles klappt, werde ich dort meinen Zug erreichen. Und dann geht es wieder mit der Bahn in Richtung Nordstetten.